willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf einem normalen Foot-Account auf unserem neu erstellten Team. Jo, letztes Spiel war ja jetzt mal nicht so überragend. Gegner war zwar auch ein guter, aber wir mussten da schon einiges umstellen, um das Spiel dann noch zu gewinnen. Und ja, deswegen wollen wir hoffen, dass das jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Ah, Fitness wird schon noch passen. Ich denke mal, wir spielen jetzt mal eine Runde mit den Jungs. Danach vielleicht nochmal mit Messi, den haben wir auch noch da. Mit Kuhn Team of the Season und sowas. Und ja, abends werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein WM-Video machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir es denn jetzt machen. Ich meine, es sind ein paar Meinungen da. Einige sagen raus damit, einige sagen lassen nochmal drinne. Ja, es ist wieder so ein bisschen ausgewogen. Ich meine, das Finale, das werden wir sowieso noch spielen. Steht ja an. Aber wie es dann weiterläuft, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Das werden wir dann uns nochmal anschauen. Und wir haben jetzt hier relativ schnell einen Gegner gefunden. Und anscheinend, alter Vater, ein richtig schönes International Man of the Match Team. Mit Robben, Müller, Shaqiri, Kroos, Khedira, Hummels, Schweinsteiger, Rodriguez, Neuer. Alle International Man of the Match. Dann noch Boateng, normaler Man of the Match. Und Phipps Lahm. Ja. Das ist mal ein Teamchen, würde ich sagen. Hübscher Gegner hier auf jeden Fall. Ach du Scheiße, da würde ich am liebsten jetzt gleich am Anfang mein Team ein bisschen umstellen, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, gleich jetzt die Formation umstellen. Also Team sieht nice aus. Vielleicht kann er jetzt auch überhaupt nicht spielen, aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Naja, schauen wir mal. Sind halt auch alle Positionen wirklich gut besetzt mit guten Spielern. Und da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie das so läuft. Hier erstmal Pressing rein und hoher Druck. Und dann gucken wir mal, wie das hier so losgeht. Ja, Anstoßtrick anscheinend, oder? Ja, weiß nicht, mal gucken. Ja, spielt erstmal auf den Mülli rüber. Schusstäuschung und da geht es gleich da vorne durch. Und ich würde mal sagen, da ist er jetzt auch durch. So, muss ich dazwischen gehen? Ja, ich muss jetzt natürlich den Mann vom Robben wegnehmen. Aber wäre ich halt nicht draufgegangen, hätte er freie Schussbahn mit dem Toni Kroos gehabt. Und ja, da kam er jetzt schon mal ganz schön easy bei uns vorbei. Ja, schön vom Lacazette. Ein bisschen in den Lauf, in den Passweg reingelaufen. Da konnten wir den Ball auch abfangen. Leider geht er jetzt hier ins Aus. Ja, ich würde mal sagen, hat er schon mal sehr schön losgelegt. Mit ein paar sehr einfachen Moves da meine Abwehr ausgenommen. Und ja, so Robben, jetzt wollte er hier in uns reinchoppen. Bring mal den Ball nochmal einen weiter. Leider nicht. Khedira fängt ihn wieder ab. Chiellini leckt leider ein bisschen. Ja, bring mal da. Bringst du den jetzt mal? Alter! 500.000. Ah, oh nein, ich glaube, ich habe schon wieder einen falschen Controller. Ah, ja, ich habe einen falschen Controller. Wartet mal ab. Wir müssen mal kurz hier Start drücken. Ich wollte schon sagen, wieso nimmt der wieder nicht die Scheiße an? Das liegt daran, weil ich schon wieder einen falschen Controller ausgewählt habe, ne? So. Benny Boom. Jetzt müsste der richtige drin sein. Ich sollte den kaputten einfach mal hier weglegen. Dann kann ich den auch nicht auswählen sozusagen. So, jetzt geht aber meine Dreiecktaste wieder, weil ich einen richtigen Controller habe. Ja, ich dachte eben schon wieder, wieso spielt der Immobile denn nicht? Wie soll ich denn noch auf der Taste rumhacken? Aber naja, ist logisch, wenn man einen falschen Controller nimmt, dass das dann nicht funktioniert. So, jetzt gucken wir aber mal hier weiter. Lag bestimmt alles nur am Controller, dass er so an uns vorbeikam. So, Immobile gegen Hummels. Push-Taste hat erst gewirkt. Und ja, dann eine schöne, ein schöner Pass, ich glaube, auf Memphis. Nee, Lacazette ist es schon wieder. Lacazette mit seiner dritten Bude. Boah, so ganz verdient ist das jetzt nicht so. Ich habe zum ersten Mal seinen Keeper gesehen und zum ersten Mal machen wir dann auch noch das Ding rein. So, Immobile. Dribbeln kann er nicht so, das sieht man auch. Der hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Jetzt wird mir wieder erklärt, dass ein Panzer einen richtig großen Wendekreis hat. Ihr wisst doch, das ist so sprichwörtlich. So, jetzt hier in den Rückraum, Lacazette kam. Da kommt noch Cherchi. Aber das sind dann ein bisschen zu viele Jungs da bei ihm. So, jetzt müssen wir aufpassen hier wegen Konter. Ja, ich laufe den hier erstmal vorne durch. Das dürfte nichts. Alter, wie der Robben uns da wegpushen will. Wen hatten wir da eigentlich? Der sah aus wie Khedira, nur haben wir Khedira nicht im Team. Wer war denn das? Jetzt mal hier vorne. Ah, drüber, denkst du dir? Weil unser IV kann das eigentlich nicht gewesen sein. Jetzt ist er hier vorne durch mit dem Kroos. Und den Chip da richtig schön mit dem Lob rein. 1:1 verdiente Sache hier. Wer war denn das eben, der aussah wie Khedira?
Über die linke Seite kommt Deepay. Ja, das war's ja eigentlich. Wir haben ja eine Dreierkette. Dann weiß ich nicht, wer das da eben hinten war. Der hier war's. Nee, Cherchi. Der ist eigentlich auch nicht hinten unterwegs. So, Briand mal über die Seite drüber. Ging wieder gut. Komm, bring mal frühe Flanke. Und Lacka, Alter. Den habe ich schon drinnen gesehen. Immobile. Oh, der hat, wie gesagt, Dribbling her ist das echt, glaube ich, somit das Schlechteste, was ich je im Sturm gespielt habe. Der braucht halt echt, um sich zu bewegen, mal unglaublich lange. Und hat halt auch so einen großen Wendekreis. Aber naja, wenn er halt mal vorne drin ist, vielleicht scoret er sich dann ein zurecht. Bringen wir hier vorne durch auf Cherchi. Und, Alter, Cherchi. Was ist jetzt los? Foul gegen uns. Was macht denn Cherchi da? Der holt sich erst sehr schön den Ball. Aber irgendwie geht er dann nicht auf den Ball zu. Hätte er natürlich nur noch einschieben brauchen. Aber naja, das wurde mal nix hier. So, Kilikilini. Bringen wir mal hier einen weiter. Briand macht's erst gut, aber die lassen sich dann halt immer mal so gerne so richtig krass fallen. Hier kommt er irgendwie noch zwischen. So, spielt er uns hier wieder in die Füße. Sehr enges Spiel hier im Mittelfeld anscheinend. So, hier ein rüber auf Motta. Da kommt er aber hier mit dem Sami Khedira noch hinterher. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt sind wir hinten wieder relativ offen. Ogbonna und Chiellini gegen Robben. So, ich warte auf den Skill-Move. Ja, da kommt er. Und Chiellini macht das dann auch gut. Da hat er nämlich keinen vorne drinne stehen gehabt. Und deswegen musste er sozusagen den Skill-Move ansetzen. Ah, da war die Lücke da. Er hat sie, glaube ich, auch selber gesehen. Aber da kommt er mit Khedira noch dazwischen. Khedira macht ganz gut Druck im Mittelfeld. Das heißt, das wäre auch mal so ein International Man of the Match, den wir mal spielen könnten. Ja, schön hier mit Pass-in-Lauf-Taste weitergeleitet auf Briand. Der kommt hinten auf Immobile. Und Immobile, zweite Chance, zweites Tor. Boah. Wenn die Jungs da vorne dann scoren, gefällt mir das natürlich. Aber ehrlich gesagt finde ich mich in dem Spiel schlechter. Ich spiele mit dem Team einfach nicht gut. Aber man muss auch dazu sagen, der Gegner spielt gut. Also er macht das vor allem offensiv. Ist er eiskalt. Das heißt, wenn er eine Lücke sieht, dann nutzt er die aus. Und auch seinen Abschluss, habt ihr ja gesehen, sehr, sehr nice. Nicht jeder lobt in dieser Situation. Und deswegen, ja, gefällt mir sein Spielstil. Scheint ein guter Spieler zu sein, nicht nur ein gutes Team. So, Arjen Robben, Schusstäuschung, habe ich erwartet. Hat auch eigentlich geklappt, aber Motta lässt sich vom kleinen Arjen Robben umhauen, dass er umfällt. Naja, das ist halt FIFA. So, gehen wir mal hier durch. Ja, Memphis Depay, erst nochmal kurz. Ah, der sollte aber nicht kurz auf Immobile, sondern da vorne in Richtung 16er. So, Depay stellen wir uns erstmal nach da hinten. Mit nicht der Lobpass wieder frei wird. Und jetzt ist Arjen Robben in der Mitte und Tommy Müller. Und da war die Grätsche das letzte Mittel. Uiuiui, also hinten, da sind wir mal sowas von anfällig. Das ist ja nicht mehr feierlich. Nee, ich glaube, wir müssen wieder die Forma wechseln. Und ich glaube, wir müssen das Team vielleicht sogar so umstellen, dass wir von Anfang an gleich in einer anderen Formation spielen. Weil für mich ist es so nicht spielbar. Ihr seht das gerade hinten, wo ich normalerweise relativ sicher stehe. Stehe ich gegen ihn mal null. Oh, ich weiß nicht, was Deepay da macht. Spielen wir erstmal raus, das Ding hier. So, ich glaube, das war gar nicht Deepay. Oh, da vorne läuft Briand. Schade. Da hat er mich sehr gut attackiert mit drei Leuten hier. So, Arjen Robben wieder auf seinem Weg hier. Schusstäuschung. Ja, diesmal keine Schusstäuschung, sondern Dribbling. Hat aber auch sehr stark gemacht. So, Deepay, ja, kriegt er erst nicht durch, aber den zweiten dann. Jetzt machen wir erstmal hier auf Briand. Vom Pace her sollte er einen Phipps überlaufen. Macht er auch. Ah, und da kommt noch Rodriguez. Ach nee, Phipps ist eigentlich auch auf der anderen Seite. Keine Ahnung, wer das jetzt war. War auf jeden Fall nicht der Phipps. Hier nochmal einen weiter auf den Deepay. Lauf mal, ganz genau, schönes Dribbling hier vom Deepay. Memphis Deepay. Schönes Dribbling hier in die Mitte. Memphis. Ah. Und nochmal die Flanke rein, Immobile steht. Ja, nächste Bude. Aber diesmal war es ja nicht nur eine Flanke. Diesmal bin ich vorher mit Deepay noch reingezogen. Nee, das ist zu hoch. Der Gegner drückt eigentlich mehr. Das muss ich schon so zugeben. Aber in dem Spiel sind die Jungs mal ziemlich eiskalt, würde ich sagen. Und das freut mich natürlich. Und diesmal sogar Immobile mit am Start. Mit zwei Kopfbällen hier. So, Cherchi, nochmal einen zurück. Jetzt ab Kante, Ball durchlassen. Oh, Immobile, Alter. Der alte Panzer. So, jetzt bringen wir das Ding mal hier auf Briand. Briand
Ziehen wir rein. Nochmal. Ah, Rodriguez steht. Schade. So, aufpassen jetzt hier. Erstmal hinten alles dichte machen. Und jetzt gibt es erstmal Halbzeit. Junge, 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 also das Spiel habe ich ein bisschen auch unseren eiskalten Jungs zu verdanken. Ich meine, statistikmäßig sind wir sogar vorne. Ich weiß nicht, aber das hinten, ich weiß nicht, komme ich überhaupt nicht mit klar hier. Ich muss auch sagen, zum Beispiel Verratti habe ich in dem Spiel noch überhaupt nicht gesehen. Also weder defensiv noch offensiv. Jetzt gerade, oh, da vorne Briand. Jetzt eben gerade, nein, der kommt zu schlecht. Ich weiß nicht, der steht irgendwie anscheinend immer da, wo es uns nicht so ganz weiterbringt. So, ja, macht der Rodriguez. Nee, gib mir erstmal den hier. Nicht schon wieder die Dreierkette rausziehen. Ich glaube, da ist Verratti jetzt mal. So, jetzt kommt er hier mit dem Scheck durch. Arjen Robben nur in der Mitte, deswegen flankt er auch erstmal nicht. Jetzt dann vielleicht. Und da haben wir uns aber genug Leute da vorne hingestellt. Und er hat jetzt auch bis auf Müller nicht unbedingt Kopfballspieler da vorne. Auch wenn man sagen muss, Robben kann auch ganz gerne mal ein Kopfbällchen reinmachen. Habe ich schon öfter mal gesehen. Ich meine, ist ja auch 1,80 groß. Nur hat halt nicht den... Hui! Ja, aber wenigstens... Hui, Chiellini? Ganz ruhig, Kollege. Hat halt nicht die besten Kopfballwerte, Robben. Aber was ich eben gerade noch sagen wollte... schon zwei nice Grätschen. Ich mag ja eigentlich keine Grätschen, aber diesmal, da musste ich zweimal grätschen. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Tor gewesen vom Gegner. Schlechter Pass hier. So, können wir aber wieder ablaufen mit Memphis Depay. Bringen wir mal hier vorne Immobile in den Lauf. Und da vorne Lacazette. Und ja, das läuft halt einfach auch. Wenn wir irgendwie in den Sturm kommen, dann machen wir unsere Tore. Dass das ein bisschen hoch ist, okay, keine Frage. Aber... ich meine, man muss sich auch seine Chancen rausspielen. Und das haben wir dann bis jetzt anscheinend ganz gut gemacht, weil sonst machst du keine vier Tore. Und da vorne... oh, was machen die denn da für Tuntenmusik? Da ist jetzt, glaube ich, mal Verratti am Start. Aber irgendwie stellt sich hinten keiner bereit. Deswegen erstmal raus auf den Chiellini. Und jetzt hier nochmal auf den Briand. Der lässt hier schön Rodriguez ins Leere laufen. Briand, kurz angehalten. Flanke kommt zwar, aber... ja... das ist jetzt nicht die beste Position für Motta. So, komm. Haben wir wieder. Geht ins Aus. Alter, was hören die denn da für Tuntenmusik im Wohnzimmer? Das geht bis hier in meinen Arbeitsraum rüber. Na, Kollege, jetzt aber nicht hier der gute alte Disconnect. Ich gehe jetzt nämlich irgendwie stark davon aus, dass er denkt, dass das eh nicht mehr aufzuholen ist für ihn. Und dass er dann jetzt mal schön diesen Disconnect-Trick macht. Sieht mir sehr stark danach aus, Jungs. Muss ich einfach so sagen. Die Jungs da vorne, gute Benotung. Ach, es war auch ein Footgründer. Footgründer, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das erste Foot, was rauskam. Wer damals einen Foot-Account erstellt hat, beziehungsweise Foot gespielt hat, hat Footgründer als Gründungsdatum, weil er halt im ersten Foot-Teil sozusagen gleich mit dabei war. Und diese Leute können meistens ganz gut Fußball, FIFA spielen. Und er war auch gut, aber ich meine, wir haben auch von der Statistik her, sind wir vorne und deswegen sage ich, ist in Ordnung. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen zu hoch, weil er hätte auch noch ein oder zwei Buden machen können, aber ich glaube, ein Sieg geht da schon in Ordnung. Waren halt eiskalt und ja. Problem ist einfach nur echt die Dreierkette, ich komme damit nicht klar. Ihr habt gesehen, wie miserabel ich verteidigt habe und das muss ich wirklich auf die Formation schieben, womit ich nicht klarkomme. Das, wie gesagt, sei nochmal dazu gesagt. Andere können damit wunderbar klarkommen, ich jedenfalls nicht. So, wir werden jetzt hier nochmal gleich Nilton listen, weil wenn ich das nicht mit euch zusammen mache, dann werde ich es wahrscheinlich nie machen. Und dann werden wir nochmal ein paar Packs ziehen, weil ich würde schon ganz gerne nochmal so einen vom Team of the Tournament ziehen. So, Nilton Schätzelein. Ja, wir suchen einfach mal so, von dem gibt es nämlich meistens nicht so viele auf dem Markt. So, da hätten wir einen, 118. Da hätten wir noch zwei, 106,99. So, oh, jetzt ganz viele auf einmal. 99 ist der günstigste. 99. 99, 99. Gut, 99 ist der günstigste. Dann machen wir unseren einfach für 99 drauf. Und dann gleich mal hier für... ja, drei Tage oder so. Für 99 soll er jetzt einfach weggehen, dann ist gut. Wir haben ihn für 75 gekauft. So, dann machen wir hier... ja, machen wir mal 98,5, weil ja noch einer für 99 drauf ist. So, und dann machen wir den jetzt einfach für drei Tage drauf. Der wird schon irgendwie weggehen dafür. So,
ab mit dir. Und dann werden wir jetzt, wie gesagt, einfach nochmal ein paar Packs ziehen. Weil ich würde schon ganz gerne nochmal so einen schönen Tournament-Spieler mitnehmen. Hier von den Jungs da. Wo sind sie? Da, hier. Die da. Ja, die will ich haben. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Müssen wir leider nochmal kurz auf die Mannschaft gehen. Weil ich sonst nicht in den Shop reinkomme. Oder ich glaube, wenn ich Chiellini jetzt einen Vertrag gebe, das reicht auch schon. So, Vertrag. Und dann packen wir ihm jetzt hier einfach mal so einen schönen goldglänzenden drauf. Und ja, jetzt suchen wir mal hier Packs. Suchen Packs vor allem, ja. Richtig so, Massive. Gibt es vielleicht irgendwelche Special Packs? Können wir mal gucken. Also irgendwelche besonderen. Jetzt nicht unbedingt 15k, sondern irgendwas Special-mäßiges. Hier gibt es nichts Special-mäßiges und hier gibt es nur die 15k-Packs. Boah, ziehen wir mal einen 15er. Und dann ziehen wir mal noch ein paar 7,5er. Ich glaube, beim 15er habe ich noch nie was Ordentliches gezogen, oder? Doch, einmal. Und das war sogar sehr Gutes, nämlich Sergio Ramos, Team of the Year. Und hier ziehen wir Krychowiak, oder wie er heißt. Jo. Nee, das war mal wieder übelster Müll. Ich meine, wenn die Verbrauchsobjekte noch irgendwas wert wären, dann sind diese Packs, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber die Verbrauchsobjekte, ja, bringen ja halt einfach überhaupt nichts mehr. So, Training können wir uns hier auch nochmal mitnehmen. Aber der Rest landet dann mal wieder im Müll. Ja, dann machen wir jetzt mal weiter mit den 7,5er Packs. Und gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwas da rausholen. So, Sharavi vorne drauf. Ich glaube, bei dem 15k Pack ist es ja so, dass ein glänzendes Objekt mehr drin ist, als wenn du zwei 7,5er holst. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie 7,5er hatte ich, glaube ich, bessere Erfahrungen mit. Auch wenn natürlich prinzipiell das 15k-Pack besser ist. So vom, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ach, scheiße. Oh, ja. Ich habe alles in Verein gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte alles abstoßen. So. Dann hier nochmal ein 7,5er. Gleich hinterher mit Messi drauf. Ich habe übrigens mal die Free-Packs gezogen, die man hier durch den WM-Modus bekommt. War natürlich nichts drin. Also es war nur Kacke. Überhaupt nichts Gutes. Und deswegen habt ihr da auch nichts von gesehen. So, hier Stürmer, Mittelstürmer nehmen wir nochmal mit. Aber das kann dann auch wieder weg. Dann können wir vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz aufs Team schauen. Ja, wir können vielleicht gleich nochmal ganz kurz aufs Team schauen. Weil, ja, vielleicht können wir irgendwas umbauen, wo wir nicht ganz so viele Spieler rausnehmen müssen. Und es trotzdem ganz gut spielbar ist. Schön wäre es ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es möglich ist. In der Formation, die ich auch dazu noch mag. So, Snyder hier. Wieso hat er kein Team of the Tournament-Spieler? Der war doch ganz gut. Naja, hat er leider nicht. Sonst würden wir jetzt die schöne grüne Karte sehen. So, hier das nochmal mitgenommen. Das Team vom Gegner eben war aber eigentlich relativ nice. Vielleicht können wir auch mal so ein Team in die Richtung machen. Waren ja auch relativ viele Deutsche dabei, außer Shaqiri Rodriguez. Das war es, glaube ich, schon, oder? Ansonsten war... Ach, und Robben natürlich. Ansonsten waren, glaube ich, nur Deutsche drinne. So, hier ziehen wir nochmal so ein 15k hinterher. Vielleicht ist da noch was drinne. Ja, komm, bring nochmal was. So was Schönes Grünes. Das wäre mal ganz nice. Solange es nicht aus der Nase kommt. Ramirez, ja. Gut, Jung. Ich glaube, der wird auch nichts mehr bringen. Aber wir können es ja einfach mal testen. Oh, 6 Stunden drauf, den Kerl. Und lassen mal auslaufen. Aber ansonsten wieder hier nur das standardmäßige Zeug, was uns jetzt nicht so sonderlich viel weiterbringt. So, linker Flügel, linkes Mittelfeld nehmen wir auch nochmal mit. Mittelstürmer Zom auch nochmal. Das brauchen wir nicht. Und hier können wir nochmal Objekt einlösen und den Rest können wir dann wieder abstoßen. Ah, es muss doch noch was kommen hier. So, kurz vor Ende, kurz vor FIFA 15, müssen wir noch was richtig Heftiges ziehen. Irgendwas. So ein Klose wäre ja schon mal ganz nice. Ja, das haben auch einige gesagt, jetzt können wir Klose mal testen, weil jetzt ist er natürlich auch im Preis krass runtergegangen, weil wir natürlich, wie heißt's, machen wir hier nochmal den anbieten, keine Ahnung, vielleicht geht er nochmal weg, weil jetzt der Kerl für eine ganze Woche nochmal in den Packs ist und vorher war er, glaube ich, nur 24 Stunden drinne. Deswegen gab es von dem natürlich nicht viele auf dem Markt. Da können wir gleich auch nochmal gucken, was der denn aktuell so kosten soll. Na, das müsste ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, weil das bringt überhaupt nichts. Also dieses LAV, LV. So, das ist auch nochmal abgestoßen. Dann ziehen wir jetzt hier nochmal so ein 15k-Ding. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf dem Markt vorbei, was der Klose so kosten soll. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich glaube, in die Kommentare hat irgendwer geschrieben 1,7. Aber ich habe gestern Abend auch schon irgendwas von 1,4 gelesen.
Keine Ahnung, wir müssen einfach mal gucken. So, das hier alles weg. Das hier nochmal mitgenommen und dann nochmal lächerliche 500 Coins eingesackt. Und sonst alles nur Duplikate, das brauchen wir auch nicht, also können wir es abstoßen. Ja, würde ich sagen, ziehen wir hier noch einen 7,5er. So, und dann gehen wir auf den Markt. Die anderen 15 K-Packs, 3 oder 2, wie viel es jetzt noch sind, die ziehen wir wahrscheinlich einfach auch in den nächsten Episoden nochmal. Müssen wir mal schauen. So. Oh, da ist der Matze. Matze Hummels hier, alte Sau, du. Machen wir erstmal den Verein. Können wir gleich auch mal gucken, was der so kosten soll. So, den hier nochmal weg. Den nehmen wir nochmal mit. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und den Rest stoßen wir nochmal ab. Ja, hier direkt im 7,5er dann den International Man of the Match Spieler Hummels gezogen. Ja, gut. Gehen wir hier nochmal raus und dann gucken wir jetzt erstmal nach Hummels. 89er. So, dann machen wir hier Hummels, 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 Hummels. So, da ist er. Dann machen wir hier mal den Filter ein bisschen höher, keine Ahnung. Hat ja auch Informs und alles. Also ich versuche jetzt einfach mal die goldenen rauszufiltern. Obwohl, ich könnte einfach auf Foothead gucken. Na, wir gucken jetzt mal schnell, vielleicht sehen wir einen Anhaltspunkt. Ansonsten können wir aber nochmal kurz bei Foothead gucken. Beziehungsweise ich gucke und teile euch dann mit, wie es aussieht. Ja, müssen wir erstmal die goldenen überspringen und die Informs überspringen. Ja, bis jetzt noch überhaupt nichts Grünes dabei. Hier, aber das ist der 88er. Ich glaube, wir haben 89er gezogen, ne? Ich glaube schon. Ja, gucken wir mal, ob hier irgendwo nochmal so ein 89er angezeigt wird. Das sind alles 88er. 88, 88, 88. Da hinten ist ein 89er. 1,5 Millionen. Ja, stelle ich meinen für 1 Million drauf, würde ich mal sagen, hä? Nee, da, ich gucke jetzt mal kurz bei Foothead. Das kann natürlich nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass nur so wenige auf dem Markt sind. Nee, niemals. Ich mache hier einfach mal alle Filter raus. Mach mal nur Hummels rein. Und ich könnte schwören, dass gleich auf der ersten Seite 89er. So, und nebenbei gebe ich den hier nochmal bei Foothead ein. Okay, da ist schon mal kein 89er. Hummels 89. Normaler Foot-Modus. Und da sagt er mir 242k, ja, das ist auch sowas in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe. Guck mal hier weiter, hier ist ein 89er, 380, 260, 260, 260. Ich glaube, ich mache meinen einfach für 240 drauf, dann ist er schon mal weg. Ja, wir können ihn ja irgendwann nochmal spielen, aber jetzt nicht direkt. Machen wir den einfach mal für 240 drauf. Ja, doch, 240 können wir machen. Hat ja eigentlich ziemlich abnormale Werte, ne? Aber er hat wieder High-Medium-Workrates, sehe ich gerade. Haben sie wieder geändert, die Schweine. Ah, naja, okay. Gut, dann machen wir den mal für 240 schnell drauf. Mein Verein. Und dann nochmal alles durchsuchen. Komm, push dich. Und da ist der Matze. Dann machen wir hier ganz kurz 240. So, komm, pushen. Hopp, hopp, hopp. 240. Ja, wenn wir den wie gesagt nochmal brauchen, ja, dann kauft man halt einfach nochmal. Aber ich will ihn jetzt erstmal losbekommen. Ich glaube, der wird auch nochmal ein bisschen sinken und deswegen lieber jetzt verkaufen als morgen. So, 2,40 und ab mit dir. So, ja, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz Klose nach, aber dann wären wir eigentlich durch für dieses Video. So, Transferliste, Transfermarkt. Weg hier mit dir und Klose drauf. Klose, Miroslav Klose, da ist er. Hat, glaube ich, noch keine Inform, das heißt, da müssen wir eigentlich nur die Goldversionen rausfiltern. So, da gehen wir hier einfach mal so, keine Ahnung, gehen wir mal auf 111.000. Sind wahrscheinlich immer noch Goldspieler dabei. Ja, natürlich. So, hier, der ist auf 2,2. Das ist ein bisschen zu viel. 1,9, 3, 2, aber 1,6 bieten. 1,9, 3, war es das schon? Nee, da geht es noch weiter. Sechse. Sechse. Ja, das ist natürlich ein bisschen utopisch. Das wird, glaube ich, keiner zahlen. Also jetzt nicht mehr. So. Ich glaube, der war echt mal auf Sechse, ne? Wo er irgendwie nur einen Tag draußen war. So, drei und hier nochmal einen für Fünfe. Okay, aktuell der günstigste, glaube ich, für 1,9. Aber da war auch 1,6 bieten. Drei Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen. Gucken wir hier nochmal ein bisschen so auf die Statistik. Ein ganz frischer und hier drei Spiele und gar nichts gehittet. Hier 35 Spiele, 28 Tore, 9 Vorlagen.
Gut, auch jetzt nicht der Hammer, aber kommt ja immer drauf an, wer ihn spielt und welche Formation. Ich glaube, der Matze ist direkt weggegangen hier. Sieht mir stark danach aus. Ja, da ist er gleich weg. Gut, alles klar. Haben wir nochmal 2,40 gemacht. Würde ich sagen, ziehen wir zum Abschluss noch ein 7,5er. Und ja, das wäre es dann gewesen. Vielleicht ziehen wir jetzt ja hier nochmal gleich den... Ich weiß gar nicht, wer da alles drin ist. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz reingucken. Also, Robben ist, glaube ich, auch mit drin, oder? Messi. Messi ist auf jeden Fall drin. Dann halt dieser bunte Klose. Leider ziehen wir hier nichts Buntes. So, gehen wir hier nochmal drauf. Nehmen wir das mit. Das stoßen wir ab. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz aufs Team. Weil ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was da alles drin ist. Und ja, vielleicht machen wir nochmal ein extra Pack-Opening. Ja, ich weiß es nicht. Bring mich erstmal hier zu dem Team. Gucken wir nochmal ganz schnell an hier. Und da hätten wir vorne drin Messi und Klose. Genau, dahinter Rodriguez, dann rechts Robben, beziehungsweise als Stürmer. Links noch Neymar, oh geil. Dann noch Schweinsteiger und Groß, hinten Hummels, Lahm und Thiago Silva. Dann noch Neuer im Tor, Navas, Fla, Guerrey, Mascherano, Pogba, Sanchez und Müller noch auf der Bank. Joa, das sieht mir mal relativ nice aus, würde ich sagen. Und der Sanchez ist auch direkt in der Arsenal Edition. Hübsch, hübsch. Definitiv. Ja, also da würde ich schon ganz gerne was von ziehen nochmal. Okay, komm, ein 7,5er ziehen wir nochmal. Wo ich das Team jetzt so gesehen habe. Vielleicht haben wir jetzt Glück, weil wir uns gerade das Team angeguckt haben. So, nee, kein 5er, sondern 7,5er. Ja, so ein Neymar oder so ein Robben oder eigentlich alles so in dem Team. Hätte ich jetzt nichts gegen. Es muss jetzt nicht unbedingt Fla sein oder der Navas. Aber ansonsten nehme ich da alles an. Okay, Naldo. Das bringt uns jetzt nichts. Gut, 10 entwappen hier nochmal. Brauchen wir alles nicht. Alles abgestoßen. Gut, ich würde sagen, wir sind durch hier. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.